Engelbotschaft für Zwillingsflammen Teil 1. Du hörst jetzt diese Energien, weil sie genau jetzt für dich bestimmt sind, unabhängig von der Veröffentlichung dieses Videos. Für die Botschaft gerufen wurden Metatron, Erzengel Michael und mein Zwillingsseelenkollektiv. Die Twins sind gekommen. Weiterhin erschienen Erzengel Raphael und Erzengel Chamuel. Danke für diese hohe Ehre. Erzengel Raphael ist Beschützer der Reisenden. Als was sonst könnten wir diese Zwillingsflammenverbindung bezeichnen, wenn nicht als eine wundersame und absolut magische Reise. Raphael ist auch Heiler der Blinden und unterstützt uns Flammen nun bei der Heilung unseres Herzchakras, indem er die Herzen wieder sehen lässt. Das Wesen in deinem Herzinneren, im Inneren des Dodekaeders der fünften Herzkammer, wird befreit. Deshalb bist du von nun an in einen Dodekaeder aus Energie von grünem, weißen und goldenem Licht gehüllt, die dein Herz in die Urschwingung versetzt. Deine Seelenfrequenz wird so wieder in die natürliche Form gebracht. Dein individueller Hotspot, deine fünfte Herzkammer, ist nun vollständig befreit. Raphael leitet jetzt unser Zwillingsflammenkollektiv an, zu lernen, uns selbst zu behandeln und in die Eigenermächtigung zu kommen. Raphael sagt, ich bin die Liebe, die Gott aussendet, um euch zu heilen. Gebundene Seelen, befreit euch jetzt. Eure Hoffnung ist mein Weg zu euch. Ich stehe euch bei euren Neuanfängen zur Seite und vermittle euch Impulse, wenn ihr an mich glaubt. Euer Geist wird verjüngen, indem ihr alte Muster auflöst und damit höher zu schwingen vermögt. In Form von Vögeln, weißen Federn und Grüntönen werde ich euch in der Außenwelt erscheinen. Nehmt mich wahr und lasst mich euch durchdringen. Eure Engelszahl ist die 555 und eure Affirmation ist: Ich bin verbunden mit dem Ursprung meiner Seelenfrequenz. Erzengel Chamuel unterstützt dich jetzt bei deiner Selbstverwirklichung. Diese Selbstliebe, die in der 3D-Welt Ausdruck finden möchte und es nicht erwarten kann, aus dir herauszuscheinen und sich selbst zu materialisieren. Erzengel Chamuel sagt: Du bist der göttliche Kanal, durch den Liebe gebracht und manifestiert werden möchte. Jetzt ist die Zeit, um Musik und jegliche Art von Sound in die Welt zu bringen. Tu es jetzt. Ich manifestiere den Weltfrieden mit dir, wenn du mich in den Klängen bedenkst, die du in die Welt trägst. Ich hauche jetzt wieder Liebe und Geborgenheit in deine Familienstruktur. Wenn du es mir erlaubst, wenn du eine der Flammen bist, die jetzt ihren zweiten Teil auf der Erde finden soll, so wird es durch mich geschehen, denn ich bin der Hüter eurer Intuition. Und hast du auch etwas verloren, was dir wichtig war, so findest du es schnell wieder, weil ich dir den Weg leuchte. Du siehst mich in Rosenquarzen, und wenn dir danach ist, nimm mich mit und blicke immer wieder in mich hinein. So wirst du auf meinen Urgrund sehen. Meine Manifestation auf Erden geschieht derzeit in Form von Kristallen. Durch den Duft von Rosen erfährst du die Wurzel meiner Existenz. Deine Engelszahl ist die 333 und deine Affirmation ist: Ich bin verbunden mit dem Urklang der Schöpfung. Engel unterstützen dich und senden dir Botschaften im Außen. Lass es magisch werden, schieb den Vorhang beiseite. Siehe, fühle und nimm an, was dir gegeben wird.
Nur der Neubeginn wird dich innerlich und äußerlich frei machen. Erschaffe dich neu, jeden Tag wieder in Liebe. Und du wirst unglaubliche Wunder erleben. Es liegt wahre Heiligkeit in Neubeginnen. Es ist dieser ewige Stirb- und Werdeprozess, welcher dir vom Universum geschenkt wurde. Jedes Jahr aufs Neue fangen die Blumen an zu blühen, nachdem sie im vorangegangenen Zyklus eingegangen sind. Aus der Wurzel wachsen immer wieder neue Verästelungen. Es geht nichts verloren. Im Gegenteil, es vermehrt und vermehrt sich und wächst über sich hinaus. So wie eure Liebe. Ihr beide seid schon lange bereit und tragt eure Herzen in euren Händen. Nehmt es wahr und fangt an, mit dem Herzen zu sehen. Umgeben von einem Blumenmeer der Liebe, seht ihr einander an. Aktiv und entschlossen die männliche Energie, passiv und offen die weibliche Flamme. Dieser Mann hat seinen Zyklus vollendet und ist gerade dabei, neu zu beginnen. Und die weibliche Flamme durchdringt den Prozess, indem sie jeden unendlichen Augenblick genießt, welcher immer währt. Zeit ist wie die Trennung nur eine Illusion der 3D-Matrix. In Wahrheit seid ihr zusammengekommen und liegt, fliegt, geht nebeneinander, ineinander und füreinander, während jeder Phase eures Seins. Über eure Chakren und vor allem über euer Herzchakra, das fünfte in der Reihe, in eurer Brust, könnt ihr dieses wahrnehmen und seid durch das untrennbare Band verbunden. Deshalb wisst ihr die Wahrheit übereinander und erkennt die Essenz im anderen. Es existiert keine Frage. Und egal, was der Mund erzählt, das Herz ist immer lauter in eurer göttlichen Verbindung. Und wenn ihr euch physisch vereinigt, eure körperliche Anziehung ist deshalb so intensiv, weil ihr als weit entwickelte Wesen nur mit wenigen Einschränkungen euer wahres Selbst auch hier auf Erden verkörpert. Deshalb findet ihr euch so unendlich attraktiv und allein eure körperliche Nähe schenkt euch tiefes Vertrauen, weil ihr euch wiedererkennt, wie schon so viele Male. Diese magische Anziehungskraft ist mit nichts auf der Welt vergleichbar, weil sie alle Chakren intensiv berührt und so die Kundalini in euch zu erwecken vermag. Einfach kraftvoll, speziell und einmalig. Wir befinden uns immer noch in der Phase der Karma-Aufschlüsselung und weine nicht darüber, wie schwierig das Leben ist. Denn je schwieriger dein Leben ist, desto näher bist du dem Ziel, endlich nach Hause zu kommen. Die Vollendung steht dir doch kurz bevor. Es gibt Flammen unter euch, die ihre Zwillingsliebe für diese Inkarnation verloren haben. Ihr wisst, was gemeint ist. Euer Twin ist bereits im Himmel, was ein großes Geschenk für euch ist, denn dies bedeutet, dass ihr gerade die Meisterlektion lernen dürft. Ihr schließt äonische Zyklen ab und deshalb wurde euch diese Aufgabe gegeben. Beziehungsweise, ihr habt sie euch ausgesucht. Die Drehbuchautoren wart schließlich ihr selbst. Wenn dein Seelenpartner im Himmel ist, dann hast du mit ihm die reinste Form von Kommunikation, die es für dich überhaupt nur auf der Erde geben kann, da dein Twin auf den höheren Ebenen nicht mehr dem 3D-Filter und den damit einhergehenden Belastungen wie erlernten Mustern, Dogmen und Erziehungsthematiken unterworfen ist. Außerdem befindet dein Twin sich nicht mehr im Spiel der Bewertungen, wie zum Beispiel, dass er negative Erfahrungen mit weiblichen Kontakten macht und dies dann unterbewusst auf alle anderen weiblichen Individuen bezieht, die ihm begegnen. All sowas hat eure Beziehung extrem belastet. Auch wenn du mit seiner eigentlich gemachten Erfahrung mit Weiblichkeit nicht ansatzweise was zu tun hattest. Dein Twin
Im Himmel ist außerhalb von 3D und von diesen Beschwerlichkeiten befreit. Lediglich das Wissen um seine hier gemachten Erfahrungen wohnt seinem Astralleib inne. Dein Twin ist jetzt auf der anderen Ebene. Und wenn es dir immer noch wehtut und du verzweifelt bist, so weiß ich, mein Kind, dass du dieses Geschenk, welches zu unermesslichem Wachstum der Gemeinschaftsseele, deiner individuellen Seele, deines Seins auf dieser Erde und in dieser Inkarnation führt, zu schätzen weißt. Ja, es war ein Bruch. Der Tod bedeutet immer ein Ende, aber gleichzeitig die größte Annäherung, die du hier auf 3D erfahren kannst. Und genau deshalb liegt in diesem Ende der Neubeginn. Und das bedeutet wahre Freiheit. Zeige dich doch wieder, liebe alleinstehende Flamme. Der Rückzug tat dir eine Zeit lang gut. Doch nun befreie dich und siehe einer erfüllten Erdenpartnerschaft entgegen, wenn ein passender Seelenpartner sich dir offenbart. Ein nie dagewesenes Ausmaß an Fülle wird dir zuteil werden. Und es ist deine Lebensaufgabe, eine erfüllte Partnerschaft zu führen. Gib dich hin und liebe. Lasse die Vergangenheit los und vertraue der göttlichen Führung. Gefunden auf divinefemininespirit.de. Empfangen und gelesen von Mareike Spandolf.